Lalala, ich fahre hier durch Brookhaven. Oh, was ist denn hier? Hier ist ja ein Zelt. Oh, hallo du, wie geht's? Was kann ich für dich tun? Du siehst so aus, als wärst du obdachlos. Oh, hey, hallo. Ja, ich bin in Wirklichkeit obdachlos und das ist nicht das Einzige, was schlimm ist. Ich bin eine arme Mutter. Und meine Kinder haben mich verlassen, weil ich so arm bin und obdachlos bin und auf der Straße schlafe. Oh Mann, ey, das tut mir ja mega leid. Wenn ich dafür irgendwas tun kann, dass es dir besser geht, dann sag es mir bitte. Babo, du bist echt ein netter Typ. Was mir wirklich helfen würde, wäre ein bisschen Geld. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja klar habe ich Geld für dich. Hier, bitteschön. Ich habe hier ein bisschen Geld für dich. Damit kannst du erstmal ein bisschen was anfangen. Vielleicht kannst du damit einkaufen gehen oder so. Boah, danke, Babo. Du bist echt der Beste. Du bist so nett. Ach, das mache ich doch gerne. Und jetzt gehe ich erstmal einkaufen. La 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 la. So, hier gehe ich einkaufen. Was brauche ich denn? Ich nehme hier erstmal meinen Einkaufswagen. Eine Tüte Chips darf natürlich nicht fehlen. Hier leckertes Eis auch nicht. Oh, Pizza ist auch immer ganz cool. Hier so einen leckeren Apfel. La 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 la. Das ist echt schon richtig cool, muss ich sagen. Wir haben hier noch ein bisschen Wasser. Das nehme ich auch noch mit rein. Und das ist alles so cool hier in dem Einkaufswagen. Oh, da ist ja die Dame von gerade eben. Hey, hallo du. Hey, hallo Babo. Ich möchte auch einkaufen. Ich habe hier meinen Einkaufswagen. Du sag mal, ich glaube, ich kann dir alles bezahlen. Du kannst hier so einkaufen, wie du möchtest. Ich übernehme deinen Einkauf. Boah, echt, Babo? Du bist so nett. Ach, das mache ich doch gerne. Gar kein Problem. Hey, ihr Luschen. Hä, was wollen die denn jetzt? Was haben die denn jetzt vor? Ja, wir machen dich fertig. Nein, bitte, ich bin doch nur eine obdachlose Mutter. Bitte lass mich in Ruhe. Das kannst du knicken. Wir sind die fiesesten Fieslinge aus ganz Brookhaven. Oh Mann, was haben die da vor? Wollen die etwa ausrauben? Warum belästigen die so doll? Hey, was ist da los? Gib uns jetzt sofort dein ganzes Geld. Hast du verstanden? Aber ich brauche das Geld doch, um meine Familie zu ernähren, um meine Kinder zurückzuholen. Das ist uns egal. Lass jetzt das Geld rüberwachsen oder es gibt Ärger. Ich kann euch mein Geld nicht geben. Schnell weg hier. Oh Mann, was ist da denn los? Los, hinterher. Und Attacke, bam. Oh Mann, sie haben sie K.O. geschlagen. Was soll das denn? Warum machen die das? Die hat doch gar nichts getan. So, jetzt haben wir das Geld. Los, Mädels, schnell abhauen. Ha, das soll dir eine Lehre sein. Sich nicht mit uns anzulegen. Schnell weg hier. Oh Mann, hey, ist alles in Ordnung mit dir? Wie geht's dir? Haben die dir doll wehgetan? Oh Mann, ey, die haben dich echt ausgeraubt. Das kann ich immer noch nicht fassen. Warum sind die denn so gemein zu dir? Oh, hey, Babo. Ja, körperlich geht's mir gut. Ich mein, sieh mich an. Viel schlechter kann's mir nicht gehen, oder? Oh Mann, ey, du tust mir echt sowas von leid. Die haben dir dein ganzes Geld geklaut. Das ist echt fies. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich hätte gerade genug Geld zusammen, damit ich meine Kinder zurück zu mir holen kann und dass ich ihnen was Vernünftiges zu essen kaufen kann. Oh Mann, ey, das ist so traurig. Warum sind manche Leute denn so gemein? Das ist so echt doof. Wir gehen jetzt gemeinsam zu deinem Zelt und dann gebe ich dir meinen Einkauf. Na, wie hört sich das für dich an? Oh, Babo, du bist echt der netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Oh Mann, das würde doch jeder in meiner Situation machen, oder? Ich meine, wie kann man sie denn hier einfach so alleine lassen? Das geht doch gar nicht. Los, komm mit, wir gehen zu deinem Zelt und dann bekommst du den Einkauf. Das verspreche ich dir. Danke, Babo, du bist echt der Beste. Vielen Dank für den Einkauf. Damit soll es nicht getan sein. Ich werde alles daran setzen, dass ich hier in Brookhaven die beiden bösen Mädchen finde, die dich ausgeraubt haben. Das verspreche ich dir. Oh Mann, Babo, du tust so viel für mich. Du bist so nett. Kein Ding. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Bis später. So, ab zu mir nach Hause. La 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 la. Ich meine, ich finde das schon echt fies, was sie dir da angetan haben. La 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 la. Und deswegen werde ich alles daran setzen, die Mädchen zu finden und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ich bin auch gleich zu Hause. La 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 la. Was ist hier denn los, Leute? Seht ihr das? Da in dem Fenster. Seht ihr das? Das sind doch die Mädchen von gerade. Das sind doch die Obdachlose ausgeraubt haben. Oh Mann, ich muss mich bei ihnen rächen. Ich muss irgendwie das Geld zurückholen. Aber wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich werde mich da langsam reinschleichen. Sisi, ich glaube, ich werde mich da reinschleichen. Und dann werde ich das Geld aus dem Tresor holen.
Genau das mache ich hier. Genau das mache ich. So, wo sind sie denn? Okay, sie gucken noch ganz entspannt Fernsehen. Ganz entspannt gucken sie noch Fernsehen. Dann schleiche ich mich hier jetzt vorbei. Oh Mann, sie dürfen sich aber nicht bewegen. Dann merken die direkt, dass ich hier bin. Lalala. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt hier schon ganz weit oben in dem Haus. Und jetzt muss ich nur noch den Tresor finden, Leute. Wo könnte der Tresor sein? Ich glaube, ich habe hier schon genug rumgesneakt. Wo ist der Tresor, Leute? Wisst ihr, wo der Tresor ist? Ich muss den doch aufknacken, um dann das Geld zurückzuholen. Oh Mann, wo ist denn das Tresor? Wo ist der Tresor, Leute? Wo ist der? Ah, Leute, ich habe ihn gefunden. Der Tresor ist hier. Und ich muss ihn jetzt irgendwie aufmachen. Mist, ey. Der ist nicht auf, okay. Dann muss ich mich jetzt beeilen. Ich habe jetzt hier eine Sprengladung hingelegt. Und wenn ich den Tresor sprenge, dann muss ich ganz schnell sehen, dass ich abhauen kann. Und Explosion. Bam. So, Leute. Ich hab das Geld. Ich hab das Geld. Los, Leute. Schnell. Let's go. Schnell weg hier. Ab nach unten. Schnell, 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 schnell. Hey, was ist da los? Oh, Mann. Sie ist da. Schnell, 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 schnell weg. Ab auf mein Fahrrad. Und jetzt schnell. Schnell wieder zurück zur Obdachlosen. Und ich werde ihr das Geld bringen. Das Geld, was ich ihr eigentlich gespendet habe. Und was die bösen kriminellen Mädchen denn da geklaut haben. Das gebe ich jetzt wieder zurück, denn ich habe es zurückgeklaut, indem ich bei denen eingebrochen bin. Das ist das, was echte Helden tun. Ich bin der Robin Hood von Brookhaven. So, und hier ist das Mädchen. Hey, hallo du, ich habe das Geld wieder. Bitteschön. Oh, danke schön, Bapu. Ach, kein Problem. Und wie ich sehe, hast du ja auch schon deine Tochter hergeholt. Oh Mann, das freut mich ja riesig für dich. Ah, danke, Bapu. Das ist alles nur deinetwegen möglich. Du bist echt der Beste hier in dem ganzen Brookhaven. So, meine Arbeit hier ist getan. Jetzt fahre ich aber wirklich nach Hause. Oh Mann, Leute, was ist denn da los? Die Mädchen gehen wieder zur Obdachlosen. Hey, was wollt ihr von mir? Ich habe meine Tochter dabei. Das ist uns egal. Wir wollen unser Geld zurück. Genau, wir wollen unser Geld zurück. Du hast es ganz bestimmt geklaut. Hey, ihr habt mir doch mein Geld geklaut. Wie soll ich euch denn euer Geld klauen? Tja, das weiß ich auch nicht und es ist mir auch egal. Ich will das Geld zurück. Hast du das verstanden? Ihr bekommt kein Geld von mir. Ich hab nichts mehr. Ja, wenn du das so willst, dann gibt's jetzt wieder einen Angriff. Und Attacke. Bam. Aua. Haha, du hattest ja sehr wohl unser Geld. Los, Mädels, jetzt können wir wieder abhauen. Beim nächsten Mal rückst du das Geld direkt raus. Hast du das verstanden? Oh mein Gott, was seid ihr denn nur für Menschen? Wir sind die böse Mädchengang von Brookhaven. Oh mein Gott, ich muss dir helfen. Ich muss da schnell hin. Hey, hallo, was ist passiert? Warum haben die dich schon wieder ausgeraubt? Ich weiß es auch nicht, Bapu. Mir geht's gar nicht gut. Oh Mann, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Komm, ich trage dich zum Brookhaven Krankenhaus. Okay, danke, Bapu. Gar kein Problem, das mache ich doch gerne. Und jetzt gehen wir schnell ins Brookhaven Krankenhaus. Und da wirst du vernünftig behandelt. Das kann doch echt nicht angehen, dass hier immer wieder dich diese Mädchen ausrauben. Ich weiß gar nicht, was das soll. Warum machen die sowas? Du bist doch eine ganz liebe Frau. Ja, ich weiß, Bapu. Ich bin doch auch eine alleinerziehende Mutter, die obdachlos ist. Warum tun sie mir sowas an? Oh Mann, manche Leute haben echt kein Herz. Aber naja, wir sind jetzt hier im Brookhaven Krankenhaus und da werden wir schon einen Arzt für dich finden. Da gehe ich mir ganz sicher. So, wir suchen jetzt einen Arzt. Ich glaube, da vorne ist schon einer. Hey, hallo, wir brauchen Hilfe. Bitte können Sie uns helfen. Ja, legen Sie die Patientin mal aufs Bett. Okay. Oh Mann, Barbro, das sieht echt nicht gut aus. Diese Frau, die ist schwer verletzt. Sie muss sich jetzt ausruhen. Aber wir haben keinen Platz mehr im Krankenhaus. Okay, dann darf sie bei mir im Bett schlafen. Ich habe noch ein freies Zimmer bei mir zu Hause. Da darfst du gerne schlafen. Oh Mann, Barbara, du bist echt der Beste. Womit habe ich das nur verdient? Ach, jeder gute Mensch hat Hilfe verdient. Genau so sieht's aus. Okay, dann bringe ich dich jetzt nach Hause. So, Leute, es ist schon mitten in der Nacht. Ich habe die obdachlose Mutter jetzt hier in meinem Haus einquartiert. Und ich gehe jetzt auch im Bett. Ich habe ja genug Betten hier bei mir zu Hause. Und dann ist das schon ganz schön in Ordnung. Gute Nacht. So, hey, wir brechen jetzt hier in Bapus ein Haus ein. Er ist der Komplize dieser Frau. Genau, das lassen wir uns nicht gefallen. Oh Mann, ich glaube, hier wird in meinem Haus eingebrochen. Wow, schnell, ich muss irgendwie mein Haus verteidigen. Ich muss diese Frau verteidigen. Schnell, 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 schnell. Wow, da sind jetzt schon die Einbrecher. Wow, was soll ich denn jetzt tun? Hier sind Einbrecher in meinem Haus. Oh, Hilfe, das ist so schlimm. Ich kann hier nirgendwo hin. Ich kann nicht flüchten. Ich bin hier in meinem Raum gefangen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was soll ich denn jetzt tun? Da sind Einbrecher. Nein. Da bist du ja, Bapu. Bam. Wow. Wow. Mann, ey. Wo bin ich? Ich bin hier. Ich bin hier in der Garage von den bösen Frauen. Die haben mich hier eingesperrt. Wow. Ha, wie ich sehe, seid ihr beiden wieder wach. Ihr werdet uns nicht mehr entkommen.
Nein, bitte, lasst uns doch frei. Wir haben eigentlich gar nichts Schlimmes getan. Aha, wir lassen euch nicht mehr frei. Genau, ihr seid jetzt unsere Geiseln. Okay, pass auf. Ich werde versuchen, mich hier irgendwie zu befreien. Und dann werde ich Hilfe holen. Hast du das verstanden? Oh Mann, Babo, du bist so nett. Okay, ich mach die Fesseln los in 3, 2, 1 und Fesseln sind los. Ich hab sie aufgebrochen. Das ist ein Kinderspiel für mich. Ich bin nämlich ein Magier. Ich hab diese magischen Tricks drauf. So, und jetzt schnell, schnell, ganz, ganz langsam flüchten. Irgendwie muss ich hier durchs Haus kommen. Irgendwie muss ich jetzt hier flüchten. Oh, hier, ich flüchte jetzt hier. Ah, die Tür ist auf. Sehr gut, Leute. Oh Mann, hier steht sogar mein Fahrrad. Jetzt schnell ab zur Brookhaven-Polizei. Und da werde ich dann Hilfe holen. Und dann werden wir die Frau retten. Und dann werden wir die beiden Bösen ein für alle Mal ins Gefängnis bringen. Das kann ich mir nicht weiter gefallen lassen, dass sie die ganze Zeit so gemein zu uns sind. Die Polizei, die wird kommen. Die wird kommen und uns helfen. Die wird diese beiden Frauen festnehmen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Hey, hallo Brookhaven Polizei. Wir brauchen Hilfe. Da ist eine Frau, die wird die ganze Zeit ausgeraubt und ich wurde mit ihr entführt. Und da sind zwei andere Frauen, die ganze Zeit total böse sind. Bitte helfen Sie mir. Was, Babo? Das geht nicht. Ich werde dir helfen. Los, komm mit. Steig in das Polizeiauto ein und dann fahren wir gemeinsam dahin und werden die Frau retten. Oh, danke schön, Herr Polizist. Sie sind echt der Beste. Los, auf geht's. Babu, keine Angst. Wir werden diesen bösen Frauen das Handwerk legen. Egal, was passiert. Wir werden diese Frauen verhaften. Sehr gut. Wir sind nämlich da. Los, kommen Sie mit. Okay, ich werde das Haus jetzt stürmen. Let's go. Attacke. Oh Mann, er stürmt das Haus. Ihr beide seid festgenommen, weil ihr hier Babo und eine andere Frau entführt habt und sie mehrfach ausgeraubt habt. Oh Mann, das war's wohl für uns. Wir sind erledigt. Danke, Babo, du hast mich befreit. Ha, am Ende ist alles wieder gut ausgegangen. Und du schaust jetzt das Video auf der rechten Seite an.